Hallo und herzlich willkommen zurück mit eurem St. Pauli, eurem Crunchcow und mit FIFA 16 im Karrieremodus hier bei euren Amüsiertabletten. Njam, njam, njam. Wir sind dabei, uns hier immer weiter zu verbessern. Ich hoffe, dass das alles auch so klappt, wie ich mir das vorstelle. Wir haben jetzt derzeit die Trainingseinheiten zu absolvieren. Und ich gehe jetzt hier einfach mal durch und guck mal, wie wir das hier am besten hinkriegen. So, Himmelmann können wir nochmal Abwürfe und Abschläge trainieren lassen. Simulieren wir das mal durch. Oha. Oha, oha, oha. Das haben einige gar nichts gebracht. Schade. Miyachi braucht ein Tor, ja. Ja. Das könnte wohl sein. Oh, KSC. Ist der nächste bei uns. So, jetzt guck mal. Abgestellte Spieler. Vom 12. November bis 18. November. Subota. Okay. So, gucken wir mal kurz in die Mannschaft. Wie sieht's aus? Eigentlich ganz gut. Ich werde nur mal eine kleine Veränderung vornehmen. Und zwar werde ich die mal tauschen. Und Schadkowski kurz mal für Buchtmann bringen. Der ist nämlich ganz gut in Form. Subota bleibt kurz noch draußen. Wen haben wir denn hier draußen eigentlich noch alles? Kalla, Nerich bleibt erstmal drin. Wir nehmen aber Buballa raus und holen Kalla mit rein. Einfach um das auch noch mal ein bisschen zu probieren. So, wir spielen gegen KSC. Schwarz gegen Weiß-Blau, das geht wohl. Und schauen wir mal, was daraus wird. Ich bin gespannt, wie sich dieses Spiel entwickelt. Dann muss ich jetzt auf jeden zu. Ja, okay. Lassen wir das mal lieber. Hi there everybody. We've got some German second division football for you from the Los geht's. Bundesliga. Wir stoßen an. Flip. Boah, das ist ja schon mal hier die Möglichkeit. Ich dachte nämlich, dass da Miyachi besser durch ist. Nein, das war nicht gut. Das war doof von mir verteidigt. Da habe ich ihn umgerempelt. Oh, und dafür gibt es die gelbe Karte. Nee. Das finde ich jetzt ein bisschen hart. Na gut, sicher gehalten. So, und jetzt weiter bei Nerich. Beste Verein in der Abwehr. Geil. So, schade. Mal ein bisschen auf die Mitte ziehen. Oh, da wollte ich ihn runterpflücken. Hat aber nicht so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Na, kriege ich den? Nein. Natürlich nicht. Aber es war ein Versuch wert. Oh, schön durchgelassen. So, mal ein bisschen verlagern hier. Spielen.
Mal nach oben gespielt. Zwar nicht schnell, aber naja, immerhin. Und die. Oh. Naja, hat man schon gesehen, dass der Torwart sich nicht groß bewegt hat. Aber es war ein Angriff. Nicht gut. Alter Falter. Der hätte auch ordentlich ins Auge gehen können. Ach, das war ja noch ein Spieler da. Ah, nicht gesehen. Schupp. Natürlich haben wir den zuletzt berührt. Deswegen auch Einwurf. Schön gespielt mit Gaudino. Boah. Und aber faul gepfiffen. Und das ist eine ziemlich gefährliche Sache. Und abgefälscht. Der wäre sonst gleich ganz gut gekommen. Nur mit Tschatkowski. Und jawohl! Drin! Jawohl! Schön von Verhoek. Mit Standbild. Mit Standbild. Immer noch ein Standbild. Na, hier sieht man es jetzt. Nach vorne noch ein bisschen gelaufen. Der Torwart unterläuft. Drin. 0:1 in der 33. Spielminute. Nicht schlecht von uns. Bin sogar angetan von diesem Spiel, gerade bisher, was wir hier spielen. Okay, locker abgefangen, alles easy. Rausgeschmissen. Ah, das war jetzt mein Fehler, nicht seiner. Ich mache ja sonst immer Miyagi für alles verantwortlich, was hier so passiert. Aber dafür kann er jetzt auch nichts. Ach, faul, okay. Ja gut, nehmen wir das halt so hin, wie es ist. Es war ein Foul. Abseits, abseits, okay, puh. War gerade schon so ein bisschen irritiert, warum es jetzt nicht richtig weitergeht. Hand. Ah, aber auch Einwurf. Ja, so eine Stoppfehler, die tun dann weh. Weil man eigentlich dann hätte den Angriff zu Ende bringen können. Also auch wenn man Verhoek auf der rechten Seite spielen lässt, macht er da doch einen ziemlich guten Job, finde ich. Ich bin zu weit gelaufen, zu behindert gelaufen. Und okay, erste Halbzeit vorbei. Puh, buh, buh. Schönes Spiel bisher. 1:0 für uns durch Verhoek. Soll wohl so gehen, ne? Also so kann es ruhig weiterlaufen. Mal ein herausgespieltes Tor. Das mit Gaudino ist natürlich jetzt irgendwie ein bisschen schlecht. Dass der eine gelbe Karte hat, den werden wir vielleicht wechseln müssen. Damit wir nicht in Gefahr laufen, den für längere Zeit zu verlieren. Oder zumindest für ein Spiel zu verlieren, sagen wir es mal so. Für längere Zeit ist ein bisschen übertrieben. Ja, Kacke. Okay, da haben wir ihn bedrängt. Beim Abschluss. Keine Gefahr.
Oh. Das könnte zu einer gelben Karte führen. Das war doch jetzt nicht schlecht. Und warte, eine Flanke? Doch, das gibt jetzt eine gelbe Karte. Ja, da sind wir auch rüde reingegangen. Ja, das sollte da eigentlich gar nicht hin. Aber gut. So schön über hinten rum gespielt. Jetzt haben wir nur vorne keinen mehr. Oh, das fand ich rüde gestoppt eigentlich vom Gegner, aber gut. Hat nichts ausgemacht. Der Schiedsrichter sagt, das war alles in Ordnung. Wenn der Schiedsrichter sagt, das ist alles in Ordnung, dann ist das wohl alles in Ordnung. So, wir werden jetzt anfangen zu wechseln. Und zwar werden wir Gaudino mit Green tauschen und Gaudino... Dafür kommt Sobota. Wie sieht es hier unten aus? Sobich ist schon ziemlich am Ende. Dafür kommt Gonta. Und den Rest warten wir nochmal ab. Wie sich das Spiel noch entwickelt. Ja, ist jetzt ganz schön enges Spiel hier hinten. Ah, verdammt. Okay, das habe ich nicht gesehen oder nicht richtig gemacht. Boah, umgehauen. Und wenn das mal nicht noch zu einer Verletzung führt. Nee, sieht ganz gut aus. Okay, wir bringen neue Spieler. Ja, spielen wir lieber mal ein bisschen zurück. Okay, wir müssen uns zurückziehen. Die rennen gerade an. Gut, da haben wir jetzt alles rausgespielt. Puh, puh, puh. Guck mal, jetzt stehen sie eigentlich alle hier. Gekriegt. Schade. Das wäre ganz interessant geworden, wenn wir da noch durchgekommen wären. Oh, warte mal. Jetzt müssen wir mal noch mal ein bisschen gucken, dass wir uns noch ein bisschen weiter zurückziehen. Und noch mal gucken, dass wir noch mal einen Wechsel verursachen. Green ist schon ziemlich platt. Da holen wir mal Buchtmann rein. Müssen wir mal ein bisschen was tun, um hier noch die Spieler ein bisschen zu schonen. Jo. Nicht schlecht gemacht.
Suche. Das gibt aber jetzt keine gelbe Karte, oder? Das war ja eigentlich gar nichts gewesen. Ach komm. So, die Zeit läuft. Wir haben gewechselt. Und wir sind standardanfällig. Rausgebämmelt. Und Sieg. Puh, ein 1:0. Eieieiei. Heftig, heftig, wie man jetzt zum Schluss dann noch nach vorne gepusht hat. Hätten wir aber auch noch ein bisschen was Besseres aus den Kontern machen können eigentlich, aber gut. Haben wir nicht hinbekommen. Rothaus-Tanzzettel. Ich bedanke mich beim fürs Zusehen. Nicht beim Zusehen. Fürs Zusehen bei euch. Hoffe, ihr habt Spaß gemacht. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt Kommentare. Boah, eine kleine Wrestling-Einlage. Schreibt Kommentare bei Gefallen und noch nicht Abonnenten. Dann abonniert uns doch einfach für mehr von FIFA 16 und den ganzen anderen Kram, den wir hier noch so bringen. Und ich sage bis dahin. Ciao, euer CrunchCow. Bye, bye.